Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fuck You. Heute, ja, ich habe mir mal gedacht, ich kann mich ja nicht immer nur aufregen. Ne? Ich kann ja nicht immer nur hingehen und mit der Axt in den Wald reinrennen und Bäume kaputt schlagen. Ne, ich mache das heute ganz anders. Ich werde heute mal einen Brief schreiben an Ubisoft. Denn wer die letzte Folge von Fuck You geguckt hat, der weiß genau, was ich meine. Ich habe ja über Online-Zwang gesprochen in Videospielen. Ne? Man muss immer verbunden sein mit dem Internet und so weiter, haben wir uns ja angesehen. Könnt ihr euch jetzt hier nochmal angucken? Hier, kommt jetzt bestimmt da, ja? Kommt jetzt da die Folge, könnt ihr anklicken. Heute machen wir es aber ganz ruhig, ganz entspannt und wir schreiben einfach mal einen Brief an Ubisoft. Mal gucken, ob die dann antworten werden. Deswegen geht's jetzt los mit einer neuen Ausgabe. Mal Fuck You, viel Spaß. So, da sind wir wieder im Studio. Heute alles mal ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen, ja, enttäuschter, aber auch in einer friedlichen Mission mit Ubisoft. Denn ich habe mich sehr auf Twitter aufgeregt. Aber ich habe mir gedacht, so, kannst du ja machen, damit er besser wird. Ne? Muss ja eine Möglichkeit geben, um Ubisoft eine Mitteilung senden zu können. Ja? Und das, deswegen ist dieses Video gut. Wir machen es jetzt so, Leute. Wir etablieren einen Hashtag. Ja? Der Hashtag heißt Make Ubisoft Great Again oder Uplay. Make Uplay Great Again. Okay? Das ist ja der Hashtag. Und wir gucken einfach mal, ob Ubisoft vielleicht reagiert. Vielleicht schicken wir uns ja dann ein Strauß voller Blumen, vielleicht schicken sie uns eine Entschuldigung, vielleicht bauen sie einfach neue Server, man weiß es nicht. Denn ich muss eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben hier ein Bild, Patrick, von Rainbow Six Siege, können wir mal ganz kurz zeigen. Dieses Bild ist in letzter Zeit sehr häufig aufgetaucht. Dieses Bild besagt Rainbow Six Siege, Serververbindungsfehler. Ja? Man konnte keine Verbindung zu einem Server aufbauen. So, und das Problem ist, wenn man keine Verbindung zum Server aufbauen kann, kann man natürlich nicht spielen. Und Rainbow Six Siege ist ein Online-Spiel. So, und ich würde natürlich sagen, okay, kann ja einmal passieren. Ist okay, aber nicht jede Woche. So, denn ich habe letztens, wollte ich um 12 Uhr morgens mit dem Kevin aufnehmen, es hat nicht funktioniert. Dann wollten wir abends aufnehmen, es hat nicht funktioniert. Immer an unterschiedlichen Tagen, es funktioniert einfach nicht. Manche haben gar keine Probleme, aber es gibt auch viele Leute, die wirklich Probleme haben. Aber bringt alles nichts. Wir müssen jetzt den Brief schreiben, ja? Ich hab den, also, wir schreiben jetzt. So, also, fangen wir an. So, 3, 2, 1, Patrick, Musik ab! So. Liebes Ubisoft, in Zeiten von Donald Trump, dem Ende von Zirkus Halligalli oder Frank-Walter Steinmeier, würde man denken, es könnte gar nicht schlimmer werden. Doch, man stelle sich vor, man spielt eine gediegene Runde Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. Rainbow, schreibt man doch so, ja. Vernascht die Gegner schneller als Bronzebiert seinen Ofenkäse und steht kurz vor dem Triumph. Und steigt im Level natürlich. Steigt im Level. So. Doch dann passiert es. Die Server schmieren ab. Die Laune ist im Keller. Der bislang erspielte Fortschritt ist dahin. Und für das investierte Geld hätte man sich einen schönen Abend mit seinen Kollegen machen können, anstatt sich über miese Server aufzuregen. Also Ubisoft. Ihr Ubisoft, ja? Ihr. Ihr sorgt in Zukunft lieber dafür, dass die Server richtig laufen. Sonst machen wir das Ubisoft ganz schnell Ubi-hart. Verstehst du? Soft und hart. So, das ist mein Brief, ja, den packen wir jetzt ein, hier ist eingepackt, der geht jetzt postwendend nach Ubisoft, so, warte, Briefträger, bitte kommen, einmal bitte wegschicken nach Ubisoft, danke, so, dann hoffen wir einfach mal, dass sich die Lage jetzt bessert, Ladies and Gentlemen, denn wir sind alle davon betroffen, wir wollen alle einfach nur eine gediegene Runde Rainbow Six spielen, der Brief ist jetzt fertig geschrieben, auch ein bisschen netter, aber auch ein bisschen bestimmend und mein wichtigster Appell an Ubisoft ist, ihr fordert von den Leuten einen zweiten Season Pass für Rainbow Six Siege. Ihr kündigt immer neue Skins an, die Unmengen an Geld kosten. Ja? Also ich habe letztens gesehen, es gab einen Skin für 70 Euro. Dann fordert ihr, dass die Leute hingehen und auch andere Games kaufen und so weiter, immer zum Release. Ich spreche jetzt gezielt Ubisoft an, es können auch andere Publisher sein, aber ich möchte mich jetzt an Ubisoft wenden. Und ihr geht hin, ihr macht immer diese 2-Jahres-Philosophie inzwischen, ja, dass man immer 2 Jahre Season Pass und so weiter, immer muss man neuen kaufen.
Daher jetzt mein Appell, hört auf damit, Leute, den Leuten das Geld abzuknüpfen, indem ihr diesen zweiten Season Pass raushaut. Ich meine, es kann gut sein, weil man die Entwickler damit unterstützt und das Spiel dann länger unterstützt wird und die Produktion, die Entwicklung länger läuft, das Geld da reinfließt. Alles okay, bin ich vollkommen dabei. Aber investiert doch lieber euer Geld erstmal in eine bessere Serverstruktur, anstatt permanent den Leuten irgendwelche buggy Server zu geben. Und da habe ich mir gedacht, ob ich vielleicht mit der Meinung alleine bin. Dann bin ich auf Twitter und auf Reddit gegangen und auf Facebook und habe mir gedacht, ich guck mal, wie die Leute denn dort drauf sind, wie die das denn alle sehen. Ja, und es ist tatsächlich so, dass ich nicht alleine bin. Ja? Dann hat Ubisoft oder beziehungsweise die Verantwortlichen von Rainbow Six Siege einen Twitter-Post gemacht und auf dem Twitter-Post stand, wie findet ihr Mira, ja, die neue Operator, und was würdet ihr euch wünschen? Und es war tatsächlich, das erste Kommentar war, fix your server. Ja? Und ich habe das dann auch retweetet und das Lustige ist, dieser Retweet wurde 77 Mal retweetet und ich habe dann mal geguckt, ja, in eine Timeline von diesem Post und es war nur Serverfehler, haben die Leute bemängelt. Ja? Weil das Problem ist, ganz kurz noch zum Schluss, damit ihr auch versteht, warum mich das so ärgert, das große Problem ist, wenn ihr Ranked Matches macht, also ihr werdet in bestimmten Kategorien wie bei CSGO eingestuft oder wie bei League of Legends oder Heroes of the Storm oder was weiß ich alles, dann ist es so, dass es wichtig ist, welchen Rang ihr gerade vertretet. Ja? Zum Beispiel habt ihr euch als Gold 2 hochgespielt oder als Platin 1 oder Diamond oder was weiß ich, ja, ihr seid also relativ weit gekommen und dann stürzt der Server ab und das große Problem ist, ihr werdet dann bestraft und zurückgerankt, weil es sieht so aus, dass ihr das Match gelieft hättet und ihr könnt natürlich dann nachjoinen, aber dann funktionieren die Server auch wieder nicht, also das ist dann so, dass ihr aufgrund dieses technischen Mangels dann bestraft werdet. Und das kann man eigentlich nicht gutheißen, weil man bezahlt wirklich für den Titel 60 Euro plus den Season Pass 40 Euro plus nochmal einen Season Pass 40 Euro. Ja, also das sind um die 120 Euro, die man bald, oder 100 Euro, die man dann investiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht nicht mehr, Ubisoft und auch natürlich andere Publisher. Und ich fordere, dass es endlich mal besser funktioniert. Wenn ihr das auch so seht, teilt dieses Video, ja. Sorgt dafür, dass viele Leute dieses Video sehen. Das wird uns sehr freuen, damit wir endlich mal bessere Server kriegen. Und ja, das war's dann auch für mal Fuck You heute. Ich werde den Brief jetzt gleich persönlich dahin schicken. Ich werde nach Düsseldorf fahren und den Brief persönlich abgeben und mal gucken, dass es besser wird. Ich erwarte eine Antwort von euch, Ubisoft. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt, also nicht Ubisoft, also ihr auch von Ubisoft, aber wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier zwei Videos noch angucken. Ja? Da haben wir natürlich auch das Video mit den Internetzwang hier reingebaut. Da könnt ihr euch das direkt angucken, also hier anklicken. Und hier ist jetzt ein Abonnier-Button, den könnt ihr auch anklicken. Ja, dann könnt ihr ein Teil dieser Community werden. Das würde uns auch sehr freuen. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mama, fuck you. Tschüss.